Eltern kümmern sich immer um ihre Kinder, egal welcher Art sie sind. Es ist ihre Aufgabe, ihre Babys zu lieben und zu beschützen. Als also eine streunende Katze ihr krankes Kätzchen in ein Krankenhaus in Istanbul brachte, waren die Menschen erstaunt. Aber das, was dann geschah, war noch schockierender und herzerwärmender. In der türkischen Stadt Istanbul ist es unmöglich, nicht auf ein streunendes Tier zu stoßen. Streunende Katzen sind überall in der Stadt zu sehen. Und dank der Freundlichkeit und Großzügigkeit der Menschen, die dort leben, werden sie mit Futter und Wasser versorgt. Es ist zwar nicht ideal, dass es in der Stadt so viele streunende Katzen gibt, aber es ist ein gewisser Trost, dass sie gut versorgt und gepflegt werden. Im Jahr 2019 schätzte die New York Times, dass es allein in Istanbul über 125.000 herumlaufende Katzen gibt. Der Grund dafür ist, dass viele der Einwohner der Stadt Muslime sind und ihre Religion besonders auf Katzen achtet. Denn es gibt viele Beispiele dafür, dass der Prophet Muhammad eine Vorliebe für Katzen hatte. Das ist auch der Grund, warum die Katzen in der Stadt so geliebt und verehrt werden. In der Vergangenheit betrachteten die Muslime sie auch als Wächter der Stadt. Sie leisteten einen wertvollen Dienst und wurden dafür verehrt. Es gibt hier so viele Katzen, sagt ein glücklicher Bewohner. Aber das macht uns ehrlich gesagt nicht besorgt. Sie sind nur Tiere, die keinen Ärger machen. Manchmal kommen sie und setzen sich in den Garten oder sogar auf einen Schoß, aber das ist für uns kein Problem. Katzen sind wie kommunale Haustiere und es scheint, als wären wir es, die von ihnen adoptiert werden. Ich hatte das Glück, von zwei schwarzen Katzen und einer grauen Katze ausgewählt zu werden, die ich jeden Tag fütterte. In einer Gegend mit so vielen Katzen war es nur logisch, dass die örtliche Tierklinik mehr Katzen behandelte als alle anderen Tierärzte. Andere Tierschützer fanden oft kranke oder verletzte Katzen und brachten sie zur Behandlung in die Tierklinik. Die Ärzte waren natürlich erfahren, da sie bereits alles gesehen hatten und Spezialisten für Katzenpflege waren. Sie hatten alle Arten von Verletzungen und Krankheiten schon behandelt. Das gehörte zum Leben eines Tierarztes in Istanbul. Manchmal starben auch mal arme Tiere, aber die meiste Zeit konnten sie geheilt und rehabilitiert werden. Sie wurden kastriert und gepflegt, bis sie wieder völlig gesund waren und entweder in ein örtliches Tierheim gebracht oder wieder auf die Straße gelassen wurden. Es war den Tierärzten immer wichtig, ihr Bestes zu geben und sich nicht nur aus spirituellen und religiösen Gründen, sondern auch aus moralischen Gründen, um diese wunderschönen Tiere zu kümmern. Aber manchmal passiert im Tierkrankenhaus etwas sehr Unerwartetes und genau dort beginnt unsere Geschichte. Das Krankenhaus und das Wartezimmer waren ziemlich ruhig und das Team nutzte die Gelegenheit, um einige dringend benötigte Nachbereitungen und Papierkram zu erledigen. Diese Dinge werden oft auf die lange Bank geschoben, besonders in arbeitsreichen Zeiten, denn schließlich ist das Leben eines Tieres wichtiger als das Ausfüllen von Papierkram. So nutzten sie die Flaute und machten sich an die Arbeit, die nicht oft gemacht wurde. Plötzlich öffneten sich die automatischen Türen, die von der Straße in die Rezeption führten. Und die Rezeptionistin schaute auf und erwartete jemanden mit seinem Haustier. Aber sie sah, dass niemand da war. Vielleicht war jemand zu nah an der Tür vorbeigegangen und hatte den Sensor ausgelöst, der die Tür automatisch öffnete. Sie schaute zurück auf ihren Computer, hörte aber ein seltsames Geräusch und lehnte sich über den Schreibtisch. Als sie nach unten schaute, sah sie etwas, das ihr den Mund offen stehen ließ. Etwas, das sie in all den Jahren, in der sie in der Tierklinik arbeitete, noch nie gesehen hatte. Da war eine kleine braun-weiße Katze. Sie lief über den Boden und trug ihr Kätzchen im Maul. Offensichtlich hatte die Katze den Sensor ausgelöst und sich selbst hereingelassen. Das kleine Kätzchen sah sehr jung und schwach aus und hing nutzlos und entmündigt in ihrem Griff. Es schaute sich mit seinen glänzenden Augen durch den Raum und schien ein wenig verwirrt darüber zu sein, warum es hier war. Die Mutter war jedoch eindeutig auf einer Mission und ging zielstrebig auf die Rezeption zu. Die Empfangsdame schien ein wenig überrascht von der Katze und ihrem Kätzchen, die so dreist hereinspazierten, obwohl es in der Gegend viele Katzen gab, die bereitwillig durch die Tür gingen. Die Katzenmutter sprang auf den Tisch und senkte das Kätzchen vor der Empfangsdame ab. Schnell rief sie nach einem der Tierärzte und eine kleine Gruppe versammelte sich um die Neuankömmlinge. Warum waren sie hier? Wollten sie etwas oder waren sie einfach nur neugierig? Die Tierärzte mussten der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen. Einer der Tierärzte, der an diesem Tag Dienst hatte, sagte, dass es so schien, als würden die Katzen die Tierklinik so weit wie möglich meiden, es sei denn, sie sind wirklich krank oder verletzt. Als die Rezeptionistin uns rief, dass wir kommen und uns das ansehen sollten, waren wir ehrlich gesagt ziemlich verblüfft, als wir die Mutterkatze untersuchten, die glücklich und gesund war. Die Tierärzte gingen schnell zu dem Kätzchen und als sie es anfassten, ließ die Mutter das Kätzchen nicht aus den Augen und folgte den Tierärzten behutsam. Sie trugen das Kätzchen von verschiedenen Stationen, um es richtig zu untersuchen. Die hingebungsvolle Mutter wollte offensichtlich nicht zulassen, dass ihr Kind weggenommen wird, aber sie vertraute den Menschen in der Notaufnahme genug, um ihnen zu helfen. Es wurde festgestellt, dass das Kätzchen zwar nun sehr klein und dünn war, aber weitgehend gesund war. Es litt nur unter Unterernährung, die sich leicht beheben ließ.
Da das Kätzchen der Zwerg des Wurfes war, wurde es immer wieder zurückgeschoben, wenn das Futter oder Wasser bereitgestellt wurde. Als es keine Kraft mehr hatte, suchte die aufmerksame und fürsorgliche Katzenmutter medizinische Hilfe. Einer der Tierärzte, die das kleine Tier behandelten, sagte, es sei wirklich erstaunlich, dass Katzen so instinktiv verstehen können, dass irgendetwas nicht stimmt. Das Kätzchen konnte das offensichtlich nicht mitteilen. Aber die Mutter wusste ganz genau, dass etwas nicht in Ordnung war. Es ist so erstaunlich, was man alles im Tierreich beobachten kann. Die Tierärzte versorgten das Kätzchen mit Wasser und verschiedenen Impfungen, um es vor Krankheiten zu schützen und fit und stark zu halten. Das Kätzchen verschlang jedes einzelne Stück, bevor es einige Zeit mit der Pflege verbrachte. Die Krankenschwestern und die Ärzte dachten, dass es einfach von der Theke herunterhüpfen und verschwinden würde. Aber dieses Fake-Knäuel hatte etwas anderes vor, bevor sie sich verabschiedete und zurück auf die Straße ging. Die Katzenmutter ging um jeden Mitarbeiter herum und rieb ihren Körper an ihn, als wolle sie sich bei ihnen bedanken. Das war eine herzerwärmende Geste, die zeigt, dass Katzen tatsächlich ein gewisses Maß an Empathie und emotionaler Intelligenz besitzen. Die beiden Katzen wurden in aller Ruhe gestreichelt, bevor sie gehen durften. Die Katzenmutter und ihr Kätzchen gingen wieder durch die Tür, durch die sie gekommen waren, um weitere Abenteuer zu erleben, andere Orte zu riechen und mehr Essen von liebevollen Menschen zu stehlen. Das ganze Ereignis wurde mit einer Kamera aufgefangen und die Geschichte verbreitete sich auf der ganzen Welt. Es war wirklich eine unglaubliche Geschichte, dass diese Katze die Mittel und die Schleue hatte, medizinische Hilfe für ihr Kätzchen zu suchen. Dank ihrer schnellen Auffassungsgabe und ihres freundlichen Handelns überlebte das Kätzchen einen weiteren Tag. Wie denkst du über diese Geschichte? Wie würdest du reagieren, wenn du eine streunende Katze sehen würdest, die ihr krankes Kätzchen ins Tierkrankenhaus bringt? Schau dir jetzt direkt im Anschluss noch diese herzerwärmende Geschichte an von einer Frau, die im Tierheim nach dem ältesten Hund fragt. Doch dann passiert etwas Unglaubliches und sie fing an zu weinen.